Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2012. Dritte Strecke, drittes Glück, alle guten Dinge sind drei, hätte ich eigentlich sagen wollen. Aber nach dem fünften Platz in Malaysia durch die Wetterkapriolen da, die mir wieder zum Verhängnis geworden sind, ja, meint das Spiel nicht weiterhin großzügig zu mir sein und schickt mir sowas für Shanghai, ja. Oh, schön für euch, für mich ist es wieder. Mit Hängen und Würden wird das wieder schweineschwer werden hier in Shanghai. Also Freitag trocken, Samstag trocken und Sonntag leichter Regen. Ich hoffe nicht, dass der Regen wieder mitten im Rennen kommt. Ey, dann drehe ich am Rad. Und wir springen ins Training, wo wir wieder ein Entwicklungsziel haben. Vielleicht ein erstes Entwicklungsziel, was sie auch am Auto schrauben. Auch wenn der Red Bull momentan immer noch super läuft. Nach jetzt doch 3 oder 4 Tankpause, die ich eingelegt habe, wird es wieder für mich ein bisschen schwerer, glaube ich. Oder wird es mir wieder schwerer fallen, in das Spiel reinzukommen? Wie sieht das Wetter aus? Wolkenlos. Shanghai letzte Saison dominiert im Rennen. Absolviere 3 Runden mit dem mageren Benzin gemischt. Du musst in jeder Runde die vorgegebene Zeit unterbieten. Ist ja easy. Das ist ja locker schaffbar. Oh, 40%. Oh, stellt euch doch beim Rennen ein, ey. Dass sich gewaschen hat. Oh. Über sowas ja. Oh, nee, ich sag da gar nichts mehr zu. Gar nichts mehr, sage ich dazu. Was muss ich denn für eine Zeit überhaupt unterbieten hier? Das geht da gar nicht. Okay, das werden wir ja gleich erfahren. Wir tun für. Ja, ich will mal ein bisschen testen. 12 Runden extra Sprit rein. Mal ganz kurz was schauen wegen der Stimme. Nicht so wie das mir in Australien passiert. Hallo? Start habe ich nicht gedrückt. Mag ja für dich so sein. So, was haben wir denn da von der Zeit? 1:48.562. Reduziert den Motorverschleiß um 10%. Apropos, Verschleiß. Ah, verbesserter Kühler reduziert den Motorverschleiß. Okay. Warum kriege ich das hier nochmal? Naja, egal. Machen wir es einfach. Machen wir es einfach, nicht fragen, machen, ja? Heißt bei mir die Devise Heute hier. beschäftigen wir uns mit den Motoreinstellungen. Ich möchte, dass du rausfährst, die magere Einstellung wählst und dann 3 Runden absolvierst. Du musst in jeder Runde die vorgegebene Zeit unterbieten. Oh, warte, mein vorderer linker Reifen bleibt stehen. Oh, mal schauen, was möglich ist mit Mager. Boah, erste Kurve ist super genommen, würde ich jetzt mal behaupten. Dein Speed ist gut. Mach so weiter, damit wir hilfreiche Daten sammeln können. Und ich bin dieses Spiel nicht mehr gewohnt. Ich bin den Red Bull nicht mehr gewohnt. Alter, der hat einen Grip, ey. Das ist ja. Dritte und vierte Welt in einem. Alter, den kann ich gar nicht wegwerfen. Sehr weit rausgekommen. Sollte ich weiter innen anfahren? Wäre vom Vorteil. Und doch die Bremsen danach doch nachgegeben. Und 40-0. Ah, da ist noch mehr drin.
Muss ja aufpassen mit dem ersten, zweiten Gang. Die Kurve hier mal deutlich besser erwischt. War mir nicht perfekt. Aber das Auto liegt viel ruhiger auf der Geraden. Deutlich schneller. So, eine Runde müssen wir noch absolvieren. So, den habe ich mal überholt. Der Perez, der fährt schon noch mit weich raus. Okay. Und dann soll der erste Gradmesser sein. Oh, leicht verbremst. So, Petrov immer noch mit der einzigen Zeit. Besser erwischt. Vom optischen her. Nur so kleine Häppchen nehme ich hier mit dem Kers. Okay, das war's. Danke. Können wir weiter auf Standard fahren? Sehr weit rausgekommen. So, die machen alle Platz. Massa Dritter, die erste momentan Vierter. Drei Zehntel. Hier glaube ich, merke ich es doch ein bisschen mehr. Ob ich mit Standard fahre oder mit Mager. Oh ja, deutlich. Ich glaube, da kam ich sogar schon den Drehzahlbegrenzer ran. Ein 37248. Ich kann noch ganz leicht auf dem Gas in der Kurve. Reifenverschleiß, ja, ist in Ordnung.
Da hast du mir keine Zeit gekostet. Bewerber auf der 3, Rosberg 2. Okay. So, Perez ist jetzt Dritter. Hat er sich doch gekostet, der Massa. Oh, so viel Gas brauche ich hier gar nicht benutzen. Wow! Oh, das war arschknapp, ey. Komplett aus dem Gras aus, ey. Alter! Hamilton! Das war meine Schrecksekunde in diesem Rennen. In diesem Wochenende. Alter, ey! Die Karriere ist unberechenbar, ey! Du scheinst eine Menge Zeit in Sektor 3 zu verlieren. Ist mir sowas von egal gewesen. Hauptsache, ich hab dich nicht berührt. Das war das Wichtigste, keine Berührung. Raikön, Zweiter. Da ist mein fünfter Gang fast verhungert. Diesmal geht mir keiner im Weg. Weber Vierter. Ah, finde ich doch nochmal 4 Zehntel. So, ich glaube, das war's auch schon mit dem Training. Also, hier brauche ich nicht viel trainieren eigentlich. In China, die Schrecke kann ich eigentlich. Ja, ich habe sogar noch für 7 Runden mehr Sprit an Bord. Aber ich brauch so einen Richtwert für den Reifenverschleiß.
Aber 14. gefunden. Hat noch mal was verloren im letzten Sektor. Aber es geht was. Und zwar geht es hier sogar richtig viel. Also hier sollte die Pole Position eigentlich schon drin sein. Das wäre dann, glaube ich, meine. Das wäre schon die dritte, ja. Das wäre dann schon echt die dritte Pole Position. Das wäre ich nochmal 2 Zehntel im ersten Sektor. Also. Die Reifen bauen hier gar nicht ab bei diesem Red Bull, habe ich das Gefühl. Daran merkt man auch ein Top-Auto. Der habe ich nochmal ausgereizt. /243 ist mein Top Speed. Die berühmte Hamilton-Schelle. Dann würde ich sagen, wir springen ins Qualifying. 1:36,7. Bin ich jetzt gefahren. Mit Hart und Standard. Also doch noch einiges an Luft nach oben. Gut, immer gut. Weil wenn das Wetter mitspielt, dann ist das doch der dominante, das ist eine dominante Saison hier auf jeden Fall. Marc ist in allen drei Sektoren langsamer als du. Schön. Ah, ne, Motor muss ich schauen. 89. Das wäre das dritte Rennen. Ja komm, da das Rennen für mich so super läuft, bleiben wir doch mit dem Motor hier. Gut gemacht. Platz 1. Ganz stark. Sehr stark. Also, ja, Webber ist doch mein direkter Konkurrent. Jetzt geht's los. Qualifying 1. Shanghai International Circuit. Unser Ziel ist, wäre der dritte oder besser. Man hat's runtergeschraubt. Aber nur im Qualifying. Was wollte ich jetzt nachgucken? Team mit ist, glaube ich, gleich. Ich führe! Ey, geil, ich führe noch mit 1:0. 4 Punkte sind gleich. Wir sollten schnell genug sein, um uns problemlos 1:0 ist aber gar nichts. So, ich glaube, wir fahren mal gleich auf die Strecke. Auf geht's. Damit wir freie Bahn haben. So, 7. Gang bleibt so, wie er drin ist. Will ich nicht verlängern. Weil ich denke mal, dass ich keinen DS haben werde. Sein der Ring kommt ganz am Anfang. So, Ferrari schon mit super weich. Der gute Fernando.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Mehr überhole ich den noch oder ich lasse richtig Abstand. Vermutlich erster Rest. Ich überhole ihn noch. Fett ist drin. Penino war hinter mir. Und Vimasa ist vor mir. Ganz toll. Mein Gott, nochmal, ey. Oh, das hat Zeit gekostet. Habe ich den Nico auch noch reingeholt hier oder was? Habe ich echt so viel mehr Grip, ey. Und 37-0 mit Behinderungen. Die reißen leider nicht ab hier. Weil, dass ich da so abfliege, ey, hätte ich jetzt nicht gedacht. So langsam können wir mal in Fahrt kommen. Jetzt kommt noch mein Teamkollege. Der Williams, und dann kommt erstmal nix. Aber reicht diese Zeit? Da waren aber viele Behinderungen dazwischen. Einer kommt dann noch, den lassen wir noch vorbei. So, jetzt können wir erstmal weit und breit nichts hinter mir. Alter, bin ich ja richtig abgeflogen noch. Aber 1,37,0, da bin ich langsamer. Ich muss ja noch überholen in der Runde, das kam auch noch hinzu. Also bei der schnellen Runde kam echt noch vieles dazu. Also Kovalainen zweiter, Petrov dritter, Katigainen vierter, damit sollte ich dann doch weiter sein mit der Runde. Jawohl, sehe ich auch gerade. Wir waren auf 4. Der Fahrer mit der Nummer 1 geht momentan noch auf der 1.
Sag mal, wie schnell ich mit dem Auto bin, ey. Da war echt mehr drin. Und zwar viel, 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 viel mehr drin. So, da ich bin nur noch Zweiter, Raikkonen und nicht schneller gefahren. Na, im letzten Sektor, naja, was soll's. Ich weiß jetzt noch nicht, auf welchen Reifen der gefahren ist. Ah, okay, auf hart. Ah, gut, die eine Zehnte, die auch noch. Ich hätte noch mehr Zehnte rausfahren können. So ist es ja nicht. Weil, was ich schon im ersten Sektor raushole gegenüber die Gate, das ist schon eine Welt. Du bist für die nächste Session qualifiziert. Bruno Senna als den Top-Fahrer, als den etablierteren Fahrern ist ausgeschieden. Mein Gott, was für ein Deutsch. Q2. Jetzt ist die Frage, fahre ich sofort raus und fahre eine Runde? Auf jeden Fall werde ich unter den besten 10 kommen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Die Frage ist halt nur, wie weit nach vorne. Geht's ganz nach vorne oder in den Q3? Und was ist mit dem Regen? Genau, was ist mit dem Regen, ey? Mit dem Regen, ey, mit dem Regen im Rennen, ey. Na gut, die Reifen werden warm werden auf der einen Runde. Im Training überhaupt noch nicht auf weich gefahren, sage ich es mal so. Im Training auch nicht. Q1 erst recht nicht. So, Reifen sind schon auf Temperatur. Von dem Bremspunkt schon mal üben. Genau bei 150. So, fahren jetzt alle raus oder habe ich gleich jemanden in der ersten Kurve im Weg? Boah, ich krieg die letzte Kurve erstmal nicht hin. Das kommt schon hinzu. Ja, ich hab ein paar vor der Nase. Ich lieber mal meine Reifen sogar noch stehen. Und Petrov habe ich jetzt vor der Nase. Mein Gott, Petrov, fahr doch. Ist ja noch nicht einwandfrei die Runde. Die wird auch kaum schneller werden. Letzte Kurve wird entscheidend sein. Oh, wir haben knapp den Kurvenschalter nicht getroffen.
1,35972. Und ob das reichen wird. Werbe auf der 2. 7 Zehntel finde ich ja noch im ersten Sektor. Drei können mit meinem Verfolger hier sein. Hier, Raikön. Ja, 1,34,9 kann ich fahren. Gerade die schnellste Runde gefahren. Gut gemacht. So einiges schneller als die beiden da. Sieben Zehntel Vorsprung. Also ich habe 7 Zehntel im ersten Sektor verloren. Das ist viel. Die Frage ist, ob ich die Reifen überhaupt noch brauche. Deswegen habe ich eine zweite Runde drangehangen. Rein kommt ein neuer Motor rein. Aber hier sollte ich auch den Werber auch schlagen können im Qualifying. Nur rennen, also bei 0% wäre ich mir sogar ziemlich sicher. Nur halt durch 40% Regenwahrscheinlichkeit sieht die Sache anders aus. Ich hatte auch mal gegen so ein Rennen, wo am Anfang kriegen ist eigentlich auch nichts dagegen. Ja, es war auch mal eine Herausforderung. Hatte ich aber noch nicht. Bist jetzt immer bis zum Ende des Rennens oder während des Rennens? Obwohl ich während des Rennens ja überhaupt nicht mag. Lieber so, dass es bis zum Ende des Rennens geht. So. Das reicht ja locker. Kovalainen auf der 9. Ja, sollte man ja erwähnen, vielleicht. Ja. Wäre aber nur auf der 6. Es reicht. Du hast Q3 erreicht. Gut gemacht. Aber Welten, ey. Sergio Perez auf der 11, Vitaly Petrov auf der 12, ist nicht weit gekommen wie sein Teamkollege. Nein, Katikei und Pedro de la Rosa vor beiden Ferraris. Ich glaube, in Italien wird die Hölle los. 15. Fernando Alonso, 16. Nico Rosberg und Felipe Massa auf die 17 geschafft. Und Pastor Maldonado auf die 7 geschafft, wohl während sein Teamkollege auf der 18 startet, ja. So, jetzt fahren wir noch die Pole Position heraus hier mit einer Runde. Qualifying 3. Ich glaube, ich brauche nur einen Anlauf. Im Notfall wieder über 2 Runden. Aber eigentlich sollte mir die Pole Position hier keiner nehmen können. Mit 7 Zehntel Vorsprung gehe ich aus Q2 hier rein. Mit 1,34,9, 1,35,0 ist das Ding gegessen. Für die anderen.
vor euch. Ich wollte gerade sagen, ich kaufe mal das Recht des Ersten, aber da ist ja schon jemand raus, vor mir rausgefahren. Vom Spritverbrauch her denke ich, dass das eine Strecke ist, wo Standard wirklich auf eine Runde bezogen ist, also kein höherer Spritverbrauch. Auf lange Sicht gesehen her. Da gibt es ja das nächste Rennen bei Rhein, ist es genau der Fall. Verbraucht man bei Standard mehr Benzin. Da muss man dann doch anders taktieren. So, es läuft glaube ich noch auf den da vorne auf, oder was? Die Reifentemperatur hier reinzubekommen ist nicht gerade schwer durch den Mittelsektor. Hier kann man auch noch mal ein bisschen Temperatur reinquetschen. Soll ich noch mal ein bisschen Abstand? So, und auf geht's. Holen wir uns die Pole Position. Würde ich mal sagen, perfekt durch die erste Kurve. Und das war ja aber nicht optimal. War mit 25-0 sehr gut dabei. Oh, das wird knapp. Button zweiter. Raikön auch hinter mir. Hamilton auch. Ja, die Runde brechen wir ab und hoffen einfach, dass das reicht. Okay, du musst an die Box, bevor die der obwohl 1,35,7. Es sind diese 7 Zehntel. Noch 5 Minuten bleiben in dieser Session. Die so, ja, mit Hängen und Würgen ich da noch Vorsprung habe.
Weber fährt weiter. Hat mich nicht verdrängt. Was ist die Frage? Verdrängt mich doch jemand? Mal schau. Die Runde habe ich nicht optimal zusammenbekommen. Letzter Sektor, da waren doch ja viele kleine Fehler, die sich halt jetzt zu diesen 17. dazu addiert haben. Muss man halt so klipp und klar sagen. Und noch bin ich erst da. Ja. Doch, 2 Zehntel habe ich doch. Okay. Pole Position! Yeah! Das ist die Pole Position! Damit hast du gute Chancen auf den Rennsieg. Ja, den Spruch hast du auch in Malaysia abgedrückt, ja? Also. Weber nur auf der 6. Schwach von ihm. Kimi Räikkönen und Romain Grosjean, das ist so ein Bild wie in Australien. Wer der Dritte oder besser? Erreicht. Teamkollege wurde Sechster. Kimi Räikkönen gratuliert uns. Der Iceman! In dem Auto saß ich letzte Saison. Yeah! Ich sag da mal bis zum Rennen.